eine der bedeutendsten Erfindungen im Bereich der Kultur dar. Der Buchdruck durch Johannes Gutenberg im 15. Jahrhundert. In über 500 Jahren sind verschiedene Drucktechniken entstanden. Heutzutage ist das Berufsbild des klassischen Buchdruckers quasi nicht mehr existent. In Krakow am See werden im Museum für Buchdruck nicht nur die verschiedenen Druckmaschinen aus vergangener Zeit ausgestellt, so zum Beispiel die Frankenthaler Schnellpresse aus dem Jahr 1890, sie befinden sich sogar noch im Betrieb. Bei einer Führung durch die Historie des Druckgewerbes tauchen sie in ein anderes Zeitalter ein. Die Stiftung Mecklenburg in Schwerin ehrt mit einer Sonderausstellung den Erfolgsroman Jörn Jakob Sveen, der Amerikafahrer, von Johannes Gilhoff. Der Roman ist 1916 entstanden und basiert auf Briefen ehemaliger Einwohner aus Gleisin, nahe Ludwigslust, die 1868 nach Amerika ausgewandert sind. Inspiriert von den Ereignissen des Romans begaben sich 1997 die beiden mecklenburgischen Fotografen Walter Hinghaus und Harry Hardenberg auf Spurensuche nach dem Protagonisten des Erfolgsromans und beginnen ebenso eine Reise in die neue Welt. Die Ergebnisse ihrer Reise sind dokumentiert in zahlreichen wundervollen Fotografien, die vom 2. September bis zum 15. Oktober die Räume der Stiftung Mecklenburg schmücken.